Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Wassertankpinselvergleich. In diesem Video zeige ich euch ein paar grundlegende Techniken, die man mit einem Wassertankpinsel durchführen kann. Im Test mit dabei sind die Wassertankpinsel von Faber-Castell, der 2017 neu auf den deutschen Markt gekommen ist, von der Vent, den ich schon seit einiger Zeit habe und nutze, und ein No-Name-Produkt von Viva Decor, welches ich extra für diesen Test neu eingeweiht habe. Was spontan auffällt, ist die optische Unterscheidung der drei Pinsel. Der Pinsel von Faber-Castell ist am kleinsten und hat mit 6 ml Füllmenge auch die kleinste Wasserkartusche. Der Pinsel von Derwent ist deutlich größer und umfasst etwa 9 ml Wasser. Der No-Name-Pinsel ist sichtlich länger, aber nicht so breit und hat eine Füllmenge von gut 10 ml Wasser. Zeigen möchte ich euch nun die drei Techniken, die man klassischerweise mit einem Wassertankpinsel durchführen kann. Erstens, eine mit Aquarellstift vorgemalte Fläche wird mit Wasser vermalt, die habe ich hier mit Blau schon vorbereitet. Zweitens, die Farbe wird direkt vom Stift mit dem Pinsel aufgenommen. Drittens, wenn genügend Wasser im Spiel ist, kann die Farbe auch vom Stift direkt aufs Papier gespritzt werden. Viertens, die Farbe wird vom Näpfchen, alternativ aus der Tube, mit dem Pinsel aufgenommen und dann auf das Papier gebracht. Kommen wir zuerst zum Wassertankpinsel von Faber-Castell. Das Besondere bei diesem ist die Kappe, mit der man Schabe- und Kratztechniken durchführen kann. Diese zeige ich allerdings nicht in meinem Test. Schaut doch dafür einmal auf die Webseite von Faber-Castell. Dort gibt es klasse Videotutorials. Zunächst schaue ich mir an, wie gut das Wasser durch den Pinsel fließt und fange dann auch schon direkt an, vertikale Striche von oben nach unten zu ziehen. Danach male ich flächig, horizontal, mit flach liegendem Pinsel, um eine möglichst große Anlegefläche mit dem Pinsel zu bekommen. Man sieht, die Schraffur vermalt nicht ganz so sauber. Dies liegt aber am alten Stift und an dem billigen Aquarellpapier, das ich zum Testen genommen habe. Der Stift ist übrigens ein sehr alter goldfarber Aquarellbuntstift, den gibt es aber so schon lange nicht mehr auf dem Markt. Kommen wir zum Derwent Wassertankpinsel. Da ich diesen schon länger nutze, haben sich hier feine Farbpigmente abgesetzt, sodass das Wasser nicht mehr ganz so gut durchgelassen wird. Leider ein großes Manko dieses Pinsels. Auch hier male ich ohne Druck die vertikalen Linien von oben nach unten. Leider läuft das Wasser zu schlecht durch den Pinsel, sodass die Farbe nicht gut genug mitgeschwemmt wird. Es ist eher zu trocken. Auch beim schrägen, flächigen Malen kommt zu wenig Wasser durch den Pinsel und die Fläche wird nicht gut genug befeuchtet. Hier muss ich etwas Druck auf den Pinsel ausüben. Dies kann problematisch werden, wenn der Druck bzw. das durchgelassene Wasser doch zu viel wird. Der Pinsel ist wahrscheinlich schon zu alt und abgenutzt. Bei dem No-Name-Pinsel schaue ich erst einmal wieder, wie ist der Wasserdurchlauf. Dann ziehe ich wieder die vertikalen Linien von oben nach unten. Dieser Pinsel ist sehr neu, das Wasser läuft daher sehr gut durch die Pinselfasern und lässt genügend Wasser zum Vermalen durch. Auch beim schrägen Vermalen klappt der Wasserdurchlauf sehr gut. Auf dem Pinselschaft steht sogar deutlich Push drauf, damit der Anwender weiß, wo er genau auf dem Pinsel drücken soll. Kommen wir zur nächsten Technik, das Abnehmen der Farbe direkt vom Stift. Der Faber-Castell-Pinsel benötigt hier etwas Druck, um genügend Wasser zum Befeuchten der Farbe zu bekommen. Jetzt ist natürlich nicht genügend Pigment an dem Pinsel. Jetzt nimmt man noch ein bisschen mehr Druck und zack, hat man auch schon die ersten Spritzer. Also wenn zu viel Wasser dran ist, dann kann man die Spritztechnik ausüben. Dann hat man aber auch genügend Pigmente am Pinsel, um dies mit Wasser zu vermalen. Die Spritztechnik funktioniert ähnlich wie beim Zähneputzen. Wenn der Pinsel an dem Stift hängen bleibt und sich dann losreißt, nimmt er gleich noch ein paar Farbpigmente mit und die werden dann auf das Papier gespritzt. Beim Derwent-Pinsel drücke ich von vornherein etwas mehr auf die vorgegebene Druckfläche auf, um genügend Wasser zu erhalten, damit die Farbe vom Pinsel abgenommen wird. Durch den schlechteren Wasserdurchlauf werden die Farbpigmente nicht ganz so sehr verteilt, so wirkt die Farbe doch etwas kräftiger. Für die Spritztechnik muss ich wieder mehr drücken, um genug Wasser durch den Pinsel auf den Stift zu bekommen, sodass genügend Farbe abgelöst und verflüssigt wird.
Beim Saubermachen sieht man gut, wie fest sich die Pigmente in den Synthetikfasern vom Derwent-Pinsel festsetzen. Dasselbe mache ich nun mit dem No-Name-Wassertankpinsel. Auch hier drücke ich leicht auf den Pinsel, um genug Wasser durchzulassen. Der Stift ist nun bereits sehr feucht, weshalb sich die Pigmente besser abnehmen und kräftiger vermalen lassen. Noch während des Malens muss ich durch Druck weiter Wasser durchlassen, damit die Farbe ausreichend vermalt werden kann. Für die Spritztechnik muss auch hier mittels Druck genügend Wasser auf den Stift gebracht werden. Man sieht, den Faber-Castell-Pinsel musste ich im Anschluss nicht sauber machen. Dieser hat die Pigmente nicht so sehr in den Pinselfasern gespeichert. Dies kann sowohl von Vorteil als auch von Nachteil sein, je nachdem, wie man den Pinsel einsetzen möchte. Jetzt zur vierten und letzten Technik, das Aufnehmen der Farbe vom Näpfchen. Wieder starte ich mit dem Faber-Castell-Pinsel. Mit der feuchten Pinselspitze nehme ich jetzt so wenig Farbe auf, wie es geht, drücke aber beim Malen etwas Wasser heraus, um die Farbpigmente besser verteilen zu können. Wie man sehen kann, eignet sich der Faber-Castell-Pinsel für diese Farbquelle am besten. Im zweiten Durchlauf zeige ich die Technik noch einmal ohne Druck. Hier ist es dann zu wenig Wasser. Auch in diesem Pinsel setzen sich die Farbpigmente sichtbar ab. Nun nehme ich die Farbe mit dem Derwent-Wassertankpinsel auf. Ohne Druck auszuüben, hat man hier einen sehr trockenen Farbauftrag. Daher drücke ich auch hier ordentlich Wasser durch den Pinsel, auch um den Pinsel wieder sauber zu bekommen. Jetzt ist der No-Name-Pinsel dran. Da die Farbe auf den Näpfchen schon angefeuchtet ist, lässt sie sich nun auch leichter abnehmen. Der erste Durchlauf ist ohne Drücken. In der zweiten Reihe drücke ich auf den Pinsel auf, so lässt sich die Farbe noch leichter verblenden. So, was ist nun der Unterschied zwischen diesen drei Pinseln? Derwent und No-Name brauchten jeweils Druck, um genügend Wasser durchzulassen, wohingegen der Faber-Castell-Pinsel grundsätzlich einen guten Durchfluss besitzt. Bei diesem brauchte ich extra Druck nur für spezielle Techniken oder noch weicheres Verblenden. Der Derwent-Pinsel hat leider den Nachteil, dass er schon länger in Gebrauch ist. Ich habe hier also neue gegen einen stark gebrauchten Pinsel getestet, das ist natürlich nicht sehr fair. Da ich ihn aber auf diese Eigenschaften nicht hingetestet habe, als er neu war, kann ich dahingehend leider auch kein fundiertes Urteil bilden. Ja, so Leute, das war mein kleiner Wassertankpinseltest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, von euch weiterempfohlen zu werden. Klar freue ich mich auch über Feedback, auch zu meinen anderen Videos. Wenn ihr mehr Infos zu diesen und anderen Materialien, das Zeichnen und Malen allgemein oder meine Bilder im Speziellen wollt, dann besucht doch meinen Blog unter online-zeichenkurs.de. Danke fürs Ansehen, bis demnächst!